Leute, hier ist also mein Filmchen für Nordfriesland online vom Weihnachtsball in Garding. Verzeiht mir ein wenig, ich gucke so ein wenig gespannt in diesem Video. Nicht gerade entspannt, aber das liegt einfach daran, ich hatte eine neue Kamera und irgendwie habe ich immer nur diese neue Kamera beobachtet, was die denn nun macht. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei diesem Video. Vielleicht erkennt sich ja auch der eine oder andere wieder. Und ich muss sagen, dieser Weihnachtsball war wirklich, ich fand ihn ganz super. Es fing ein bisschen kleckerhaft an, das seht ihr auch im Video. Aber nachher kamen die Leute wirklich aus ihren Löchern und die Hütte, wollte ich gerade sagen, der Sporthalle wurde immer voller. Alle oder ganz viele waren schön aufgedröselt. Vom ultrakurzen Minirock bis hin zum Abendkleid. Und auch die Herren im Sakko. Ich glaube, da war einer, ein paar habe ich sogar im Smoking gesehen. Naja, gut, guckt selber. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, bevor es losging mit dem großen Weihnachtsball in Garding in der Dreilandenhalle, ist einmal schnell reingeguckt ins neue Burger- und Bar-Restaurant. Und wie der Name es schon sagt, dort gibt es schmackhafte Burger und andere Köstlichkeiten zum Essen. Und natürlich feine Getränke zur Auswahl an der Bar, an der sehr schönen langen Bar, wo viele Leute sitzen können. Sowas sucht man öfters mal. Ja, aber dann ab 10:30, 11:00 hörte das Kleckern auf, dann kamen doch endlich die Leute an. Raus aus ihren Hütten, rein in den Saal. Ich bin angekommen hier beim Weihnachtsball in der Garninger Dreilandenhalle und ja, es hat sich inzwischen gegen 11 Uhr doch schon recht gefüllt hier. Mindestens 500 Leute sollen kommen, wurde mir gesagt. Und ich denke mal, die Stimmung kommt auch nachher. Ich bin ja mal gespannt. Mal sehen, wie es weitergeht. Moment. Sehen wir hier die Halle, da die Cocktailbar. Und ich hoffe, ihr versteckt mich auch. Hier ist die lange Bar. Also die Dreilandenhalle war wirklich super hergerichtet, finde ich. Aber was wichtiger noch war, also die Tische und kleinen Ecken, die da eingerichtet worden sind. Alles sehr nett mit Kerzchen auf dem Tisch. Super beleuchtet, schummerig, aber auch noch genug zu sehen beim Durchlaufen, dass man nicht hinfällt und auch die Scherben sehen konnte, die da später dann wohl sehr viel rumlagen. Aber das liegt ja letztendlich an den Leuten, die da rumschmeißen mit ihren Gläsern. Auch die Bar schön lang eigentlich, aber für so viele Leute, ja, die müssen halt ein bisschen anstehen mal. Wenn sie alle mal auf den Mahl kommen und Durst haben, ist das immer ein Problem. Eine schöne große Discofläche. Und schon spielt atemlos eigentlich der Zeitpunkt, wo ich gehen muss. Aber ich bleibe noch. We'll be right back.
mal auf die Disco rauf. Ich glaube, es ist nicht ganz so laut. Wahrscheinlich kann mich auch kein Schwein verstehen, aber es ist wirklich super hier beim Weihnachtsball in Garding. Traditionell mit dem Song Nummer 1. Hier ist euch Willem.